Hallo alle zusammen, hier ist die Britta aus Dänemark. Ja, ist ja gar nicht so lange her, dass ich hier war. Aber ich habe ein bisschen geschafft, finde ich selber. Habe ein bisschen Socken gestrickt. Ich habe Wolle gekauft. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt an meinem Projektbeutel. Ja, und dann brauche ich eure Hilfe. Wir fangen mal an. Ja, erstmal, dies ist eine Dauerwerbesendung. Das habe ich gar nicht letztes Mal gesagt. Und ja, die Regeln. Also ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, so wenn man irgendwas mit Rabatt bekommen hat, irgendwas zu zeigen möchte, ich weiß es nicht. Ich sage es. Wie gesagt, letztes Mal habe ich es vergessen. Aber jetzt ist es hier. Alles, was ich hier zeige, was ich gekauft habe, Nadeln, Anleitung, Wolle, Kaffee, Wasser, Tasse, habe ich alles selber gekauft. Ja. Und dann, ich habe was Lustiges geschrieben, weil letztes Mal, ich sehe ja meistens immer, ich sehe nicht meistens, immer sehe ich mein Video wieder an, wenn ich das gesehen habe, wenn ich das, gesehen habe, wenn ich das aufgenommen habe, und da ist das mir gar nicht so aufgefallen. Und dann schrieb mir eine Dame unterm Video, sie verstand ich, was ich gar nicht so, was ich gesagt habe. Ich wusste nicht, wo das war, aber da sah ich, als ich den Kaffee getrunken hatte, da hatte ich einen kleinen Schnurrbart. Habt ihr das gesehen? Ich habe nur gelacht. Ich musste immer an meinen Mund gucken. Ja. Und deswegen Skål. Ja. Und ich wollte noch ein paar. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, mir fiel diese. Nee, die, nicht dieses. Fängt ja gut an. Mir fiel letztes Mal nicht den Sweater von Emily an, den sie strickt. Das ist der Cumulus-Bluse. Die Cumulus-Bluse mit einem runden Hals. Die Anleitung habe ich auch. Ja, wieso auch nicht? Man weiß man gar nicht, wann man die stricken soll. Möchte. Ja. Die haben wir gekauft. Und das war natürlich nicht eine Korallfarbe, das war so ein Koboldblau. Ich wollte, jetzt nehme ich ja mit meinem Handy auf und bleibt, wo ihr seid. Ich singe nicht, tut mir leid, ich möchte das euch gerne zeigen. Bleibt da. Ja, so ist das, ne? Mitten im Leben. Hier kann alles schief gehen. Sie hat mir ja einige Bilder von ihrem Sweater geschickt. Der ist auch jetzt fertig. Heute ist ja Montag, der 5. Juni. Paul ist irgendwo im Garten. Ja, der ist fertig. Der wurde gestern fertig. Den hat sie gebadet und jetzt passt er. Super. Und den hat sie gestrickt mit zwei, ja, das war Tilia, oder? Sesam, öffne dich. Wir gucken mal. Doch, zwei, wie nennt man das jetzt? Oh Gott, das fängt gut an. Zwei Fäden, Tilia. Guck mal, wir machen mal auf jetzt. Das ist ja auf dem Messenger, ne? Oh Gott, das dauert. Ja, Pause gibt nicht bei mir. Aber der ist richtig schön geworden. Weil sie hatte letztes Mal, hat sie ja den Sunday-Sweater gestrickt. Und der hat auch bestimmt 2 Jahre gelegen. Emily, wenn das nicht richtig ist, dann korrigiere mich, ne? Aber es ist ja natürlich zusammengefaltet. Ich sehe mal, ob ich das hier machen kann. Gebadet.
Oh, das ist die Weekendmütze. Das ist ja die Monatsmütze, habe ich zu ihr gesagt, weil das so lange da gedauert hat. Aber da dauerte das gar nicht so lange. Okay, Emily, jetzt kommst du mit drauf. Ich glaube, das macht dir nichts aus, oder? Sonst musst du hinterher schimpfen. Ich finde die richtig schön. Oh, könnt ihr das sehen? Das spiegelt sich. Ach, das ist auch irgendwie blöd jetzt, ne? Oh. Ach so, Mädels, deswegen. Guck, ist das jetzt besser, ne? Aber die kennt er ja denn nicht. Ach so, ja, doch, die kennt er. Ich hatte ja erzählt, da hatte ich auch mich ein bisschen verquasselt. Ich habe ja gesagt, dass Paul mal vor ein paar Jahren mit einem Herzstillstand umgefallen ist. Da habe ich 19 gesagt. Aber ist ja natürlich in 20 passiert. Und dann hat er ja damals sich ein paar Tattoos gemacht. Und er mag ja gerne die Schmülfe. Die mochte ich auch immer gerne als Kind. Papa Schmülf? Das ist das Rad, wovon ich letztes Mal gesprochen habe. Ihr wisst, im Fitnesscenter, da sind die Fahrräder, die immer stillstehen. Ich weiß nicht, hier heißen die, ja, wie heißen die da? Spinningzykler, Spinningfahrrad. Guck mal, da sitzt er auf dem Fahrrad und da hat er so ein Kettlebell. Oh, Mensch. Mädels. Hier, da. Mal sehen. Und das ist, Mama Schmülf. Guck mal, da ist ein Herz. Das ist so auch so eine Stange so für ein Heben, ne? Emily und Emma steht drauf. Und letztens, da war er mit einer Inkongruenz, heißt das hier. Da konnte er was gewinnen. Mal sehen. Ach, Moment. Mensch, wo ist das denn? Der ist weg. Ich zeige das mal anders mal. Das ist so ein richtiges Herz mit einem Datum und so drauf, ne? Ich wollte das nur mal erwähnen, so dass ich nicht so einen Schwachsinn hier erzähle, Mädels, ne? Ja, wie gesagt, Dauerwerbesendung, alles, was ihr wisst. Mein Bart, mein Milchbart, Herzstillstand war 20. Da hat er dann nachher so ein ICD rein operiert bekommen. Alles ist Palette jetzt. Und Emilys Bluse, das war Cumulusbluse, also mit dem runden Hals. Und das war dann Kobaltblau, würde ich mal sagen. Das ist so richtig ein schönes Blau. Ihr kennt das. Tilia, Mohair, zweifädig gestrickt, ne? Und ich glaube, das war 22 Tage. Die war richtig schnell. Und sie sagte, war das gestern oder vorgestern? Da sagte sie, und da waren auch einige Tage, wo sie nicht dran gestrickt hat, weil sie hatte Kopfschmerzen, ne? Ja. Ja, dann habe ich ja immer noch Geheimnisse. Ihr wisst, Emily, sie hat Geburtstag am 18. Juni und eigentlich wollten wir das am 10. Juni feiern, aber jetzt haben wir das, ja, jetzt haben wir das am anderen Datum gemacht, am 17. Juni. Deswegen dauert das auch noch, was ich euch zeigen möchte. Aber wie ich letztes Mal sagte, ne, das ist ja, sie hat sich was gewünscht und das habe ich denn gestrickt und werde auch das jetzt nähen. Deswegen sieht das vielleicht aus, so dass ich nicht viel gemacht habe, aber älter relativ, alles ist so, wie man das so nimmt, ne? Ihr wisst das Leben und so, das kennt ihr ja alle, ne? Aber ich wollte nicht meine Freundin, ja auch sie vielleicht irgendwann mal. Ich wollte meine Kollegin eine Freundin machen. Ich wollte ihren Socken stricken mit Streifen. Ich war ja jetzt beim Gynäkologen. Letztes Mal, ich war da, glaube ich, war am Dienstag. Ich habe Sonntag aufgenommen, Montag oder so ähnlich. Da war ich ein paar Tage danach da. Und ihr wisst ja, wenn man, ja, ist auch egal beim Gynäkologen, ne? Das war eine Dame, ganz nett und so. Und da war ein Wollgeschäft in der Nähe. Und da dachte ich, oh. Jetzt lag ich da, ja, da wollte ich mal reingucken. So Sockenwolle kann man ja immer gebrauchen. Und da habe ich Sockenwolle gekauft. Das ist die Lana Grossa, meilenweit. Und ich habe die beiden hier gekauft, weil ich wollte Streifensocken machen.
Die eine, ich habe das auch im Reveille Egos. Bei Reveille habe ich das eingepflegt und deswegen, ich brauche eure Hilfe, Mädels. Ich habe so richtig im Spinat getreten. Also, das ist die erste Socke. Das sind ja 64 Maschen. Eins rechts, eins, nee, eins links, eins rechts verschränkt. Oder ich weiß nicht, ihr kennt das. Da muss ich mich mal klüger machen. Und da dachte ich, ja, dann stricke ich erst die erste und dann wollte ich eine Afterthought-Heel machen. Und da dachte ich, ja, guck, da führe ich das so mit hin. Also hinten hoch. Und da dachte ich, okay, so schön ist das ja auch nicht, ne? Deswegen dachte ich, oh, wisst ihr, da mache ich, also das ist vorne und das ist unterm Fuß und das kann hinten sein. Da wollte ich die Ferse hier hinten machen. Und dann, ich hatte ja beide fertig, Mädels. Oh Gott. Und ich hatte beide fertig und dann habe ich ja losgegangen und dann habe ich so ein bisschen geschnippelt und dann sage ich, mein Gott, also da, wo ich das verzwirnt habe oder wie man das so sagt, da kann die Hacke doch gar nicht rein, das ist im Weg. Und ich dachte, und ich habe gedacht, und ich, also echt, und ich fand das ja eigentlich gut, ne? Also es ist praktisch. Und wenn ich die Ferse nicht so gemacht, also wenn ich die Ferse gestrickt hätte und trotzdem die Streifen gemacht hätte, dann wäre ja gar nichts. Das ist ja nur, weil ich die Afterthought Heel machen möchte, ne? Und ihr seht ja, also die ist gewaschen, weil ich dachte, oh Gott, guck mal, die ist auch so. Was ist hier passiert, Mädels? Ich weiß gar nicht. Okay. Na, ich weiß nicht. Erstens ist ja nicht so schön. Also man kann ja sagen, wenn das unterm Fuß wäre, ist ja egal. Und hinten am Bein wäre auch nicht schlimm, aber ich weiß nicht. So, ich habe ein paar Videos gesehen von Kimi Munkholm. Ich guck mal hier, Mädels, ich habe ja alles aufgeschrieben. Ich war heute noch bei der Arbeit, ne? Da habe ich ein paar Videos gesehen. Das eine Video war von Maschemarie und ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen. Also ich habe das erst heute gesehen. Sie hat ja so einen pink-orangen Socken gestrickt. Und da hat sie auch so, wie nennt man das jetzt? Also man macht so mit dem Faden. Also einmal rum, ne? Und dann strickt man weiter. Und ich weiß nicht, ob man das verkehrt machen kann, ob man entweder den einen mal rum oder die anderen Seite rum machen muss. Auf jeden Fall, das ging richtig in die Hose. Weil ab und zu, da kann man das hier durchsehen. Das könnt ihr vielleicht nicht sehen hier, aber vielleicht könnt ihr euch das. Ja, ich guck mal kurz. Doch da. So, wenn ich das so richtig rausspanne. Aber das macht man ja nicht, ne? Könnt ihr sehen da? Ich guck mal, ich nehme mal was hier zum Zeigen. Seht ihr da? Da das Dunkelgrün. Oh. Wo ist der denn? Da. Guck mal da. Das Dunkelgrün. Das guckt da zwischen die Masche. Und ich weiß nicht, ob man das verkehrt rumdrehen kann. Entweder rechts rum oder links rum. Ob das was ausmacht. Ob das deswegen so ist. Hilfe. Ja, guck mal, hier habe ich die Kimi Munkholm, die sagt ja, sie jetzt sage ich mal verzweren. Ihr wisst, was ich meine. Das ist, ne, das macht sie jede dritte Reihe so, wenn das Streifen sind. Aber ab und zu ging das richtig gut. Vielleicht kennt ihr ein Video oder ich habe ja auch gesucht, ne? Aber und ich finde auch eigentlich, deswegen ist die Wolle ja erfunden worden, die schon streift, weil ich das nicht so richtig rauskriege. Aber ist ja, man hat ja so verschiedene Wolle, ne? Verschiedene Farben habe ich auf jeden Fall. Aveta habe ich ganz viele von. Ach, ganz viele. Also, ich habe einige davon. Da ist doch das praktisch so, wenn das so Streifen über 5 Runden sind, ne? Finde ich auf jeden Fall. Jetzt denke ich,
Das Einzige, was ich jetzt machen kann, das ist hier den Fuß aufmachen, eine Ferse reinstrecken und dann das gleiche nochmal stricken und hier auch, ne? Und ich weiß nicht, ihr wisst, so guckt mal Fuß, so sieht meine Kollegin's Fuß nicht aus. Auf jeden Fall dachte ich, vielleicht könnt ihr ja mal einen Tipp geben. Oder vielleicht muss ich einfach, also geht das gar nicht mit einer Afterthought Heel. So wenn man Streifen macht und wenn man die auf der Seite machen möchte, wo man das so, ja, verzwirnt, ne? Weil jetzt weiß ich das, jetzt habe ich das ja gesehen. Also ich habe nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Paul, er war so lieb und er hat gedacht, nee, Britta, vielleicht kannst du mal, wir schnippen das auf. Nee, erst da hat er den kleinen Faden hier rumgemacht, ne? Und dann haben wir das aufgeschnippelt und dann habe ich so ein bisschen gezogen, weil das hält er nicht, ne? Und er sagte, oh, du sollst doch nicht ziehen. Ja, Paul, wenn jemand da dran, also da die er dran hat, auch anhat, dann gibt das sich. Das muss halten. Na, okay, das, ja, das ging in die Hose. Deswegen, man hat ewig gestrickt und dann ist das so ein Fiasko. Und ja, ich wollte sie ja Sträflingssocken nennen, weil wir haben ja einen neuen Alarm auf der Arbeit bekommen. Und da musste man sich hier einloggen, da haben wir neues Login bekommen. Und meine Kollegin, sie ist immer so nervös mit neuen Dingen und so, ne? Sie wird 63, nicht wegen dem Alter, aber so, da war mal einmal, wo die Alarmanlage angegangen ist, weil da war das irgendwas mit der Login, mit dem Code. Und da kam so ein Mann geflogen, hätte ich beinahe gesagt, im Auto gefahren, so richtig ein starker Mann und sagt, was möchtest du da? Ja, ich will zur Arbeit, ja. Nee, ja, und was ist der Code? Ja, der Code, das wusste sie nicht. Ja, dann muss ich dich mitnehmen, sagte der. Und ich habe zu meine Kollegin gesagt, hätte er das zu mir gesagt, hätte ich gesagt, nehme ich ruhig mit, ich brauche ein paar Tage frei. Aber meine Kollegin war so erschüttert, oder wie sagt man so, ne? Sie wusste gar nicht, was sie sagt. Da sagte sie, ja, jetzt habe ich hier fast 35 Jahre gearbeitet. Mensch, meinst du, was ich hier will? Ja, das wusste er ja nicht, ne? Deswegen haben wir ein bisschen Spaß gemacht, als ich letztes Mal zur Arbeit, also als wir die neue Code bekommen haben, da sagte ich, jetzt nehme ich Strickzeug mit, ich nehme Wolle für Socken, also Streifensocken für dich, habe ich zu ihr gesagt, und dann nehme ich Strickzeug für mich und noch ein bisschen Schokolade. Denn wenn sie uns morgens mitnimmt, ist egal, wir können da ein paar Tage bei der Polizei übernachten, ne? Da gibt es ja Essen und Kaffee und so, ne? Da kann unser Chef uns abholen, wenn er meint, dass wir wieder arbeiten müssen. Deswegen sollten dies Sträflingssocken werden, aber ich meine Fiaskosocken, ne? Aber die müssen auch fertig werden, ne? Aber die Wolle ist die, also ja, wie gesagt, die habe ich ja gewaschen. Richtig schön. Schöner als jetzt hier ungewaschen, aber so ist das ja meistens, ne? Aber ja, vielleicht müsste ich sie ja ganz aufmachen. Was meint ihr? Die könnte, also das ist ja, denn das möchte ich auch nicht. Das muss ordentlich sein. Ordnung muss sein. Das sage ich immer auf der Arbeit. Ne? Und weh, wenn sie nicht Ordnung haben, da meine Kollegen und so, ne? Dann könnte man vielleicht die Ferse hier, aber dann ist das Schöne ja nach unten. Deswegen, Mädels, da muss was passieren. Im Eimer kommen die noch nicht. Im Abfalleimer. Ja, das ist mein Problem. Da brauche ich Hilfe. Weil ich habe ja auch gesehen, das heißt auch Jockless Stripes. Das weiß ich ja, dass man hier die eine Masche, oh, ich zeige mal wieder vielleicht, die eine Masche, so wenn ich hier hinkomme, dann muss ich den unteren Bein hochnehmen. Das weiß ich, sodass der Versatz, der eigentlich ist der Versatz. Ja, für mich weiß ich. Okay, nicht so richtig. Aber deswegen muss man ja üben, ne, Mädels? Das wisst ihr ja, ne? Und ich gebe ja nicht so einfach auf. Deswegen kommen bestimmt noch mehrere Socken so von hinten angeflogen, ne? Und ich habe heute auch noch das Video von Sommerly Designs ge gesehen. Und ist ja auch so ähnlich, wie ich gemacht habe. Aber das ist ja, weil ich den Faden nicht abschneiden möchte. Und wenn ich den Faden jedes Mal abgeschnitten hätte, dann wäre ja kein Problem. Ne? Aber ich denke ja, 4 Runden, 5 Runden, das also ist auch egal, wenn das ja die Fäden vernähen muss, aber ist ja egal. Skolp hier.
mein Bart. Vielleicht war da gar kein Bart. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Was meint ihr, Mädels? Auch ist egal. Wisst ihr, das Leben ist manchmal so ein bisschen schittig. Das wissen wir alle. Da, wir müssen auch mal lachen. Ich lache auch gerne über mich selber. Das macht gar nichts. Da sitze ich auch abends so im Sofa und schmunzel ein bisschen. Und dann sagt Paul, wieso lachst du? Oder so schmunzelt. Das kann man nicht so auf den ich sagen. Aber und dann muss ich ja erklären. Ne? Aber ja, ihr wisst, das muss sein. Mädels, ich war noch ein bisschen fleißig. Letztes Mal habe ich ja ehrlich zugegeben, dass ich nur eine Runde hier dran gestrickt habe. Aber, okay, wisst ihr, mir fehlen so ein Stopper für 2,5 Nadeln. Ich habe ja beide, ich habe was gekauft. Oh, das ist auch ein Geschenk. Aber sowas, ne? Bei, sie hat auch einen Podcast und ist auf Instagram. Fragt, wenn das ist, weil ihr wisst ja, Emily, sie guckt mit, ne? Okay, sie hatte ja natürlich nicht für 2,5 Nadeln. Ja, ich habe auch welche von Coconuts, aber den Ordnung muss sein, ne, Mädels? Ich weiß, aber die sind weg. Jemand hat sie genommen. Ich wollte aber einfach nur mal sagen, ich habe ein bisschen... Und Mädels? Bis jetzt, Schuhnitraten. 7,9,13 ist so ein bisschen... Okay, ich klopfe unterm Tisch und dann alles Paletti, ne? Aber noch kein Fehler reingedonnert. Und ich glaube, ich sagte zu Paul, oh Paul, ich habe keinen Fehler reingedonnert. Ach, so schön, sagt er. Ja, finde ich auch, ne? Und da sagte ich, das ist bestimmt... Also Paul, er hat kein Stricken und so. Er sagt nur immer, ja, Arm, ja, okay, alles in Ordnung, mach du, ne? Aber ich sagte zu ihm, weil jemand... Sonst habe ich ja keinen zu reden. Die Katzen hören nicht zu und die sind auch bei... Ja, beim Mäusefangen und so, ne? Da sagte ich, das ist bestimmt, weil ich habe ja diese mal für mich gestrickt, ne? Ihr wisst ja, ne? Okay, ja. Und ich glaube, das ist, weil, ja, ich bin mir sicher, weil die Runden so kurz sind oder wie, da denke ich, oh, bin ich schon wieder hier oder so, ne? Und dann weiß ich nicht, wo ich bin und ich merke mir das so. Jede Runde, Runde 1, 2 und den waagerechten Strich, das nur so für die Augen, so dass das einfacher zu sehen ist, ne? Meine Augen und so, ne? Aber habe ich, doch, die habe ich gezeigt, ne? Ja. Und vielleicht kommt ja noch ein Zwilling, ein kleiner Zwilling, mein Geschwisterlein. Man weiß nie. Oh, schade, dass ich euch das nicht zeigen kann, aber Mädels, Reveille, ne? Hm? Heute habe ich auf alles gemacht. Okay, ja, die wächst langsam vor sich hin. Und dann war ich ja hier auf Instagram und da habe ich gesehen, dass Crea Deluxe auch eine Anleitung von so einem Projektbeutel hat. Auch mit so einem, dies ist ja das Muster von, ja, von hier, ne? Habe ich aufgesammelt. Aber da kann man die Anleitung auch auf Petit nehmen. Okay, habe ich vielleicht gestohlen, oder? Jetzt kommt die Strickpolizei. No. Mädels, so ist das. Aber ich habe ja ganz ehrlich zugegeben, also ich kann das nicht so mit dem Umrechnen und ja, dann mache ich das. Hier hat mir auch eine liebe Zuschauerin geschrieben, dass nähen kann sie nicht, aber stricken kann sie richtig gut. Und wenn da was ist, dann macht sie das, bis sie das kann. Oh, das ist ja mit der Ausdauer, ne? Dann denke ich ja an meinen Sweater, den grauen mit dem Waldrot. Waldraut, ich weiß noch, ne? Du hast geschrieben, wenn ich mich richtig dran erinnere, das Aushaltevermögen, ne? Oh Gott. Ja, habe ich auch, aber ich gebe ganz ehrlich zu, manchmal ist etwas, macht mehr Spaß als was anderes, ne? Also hier ist der Rundenanfang, ja, wie gesagt. Also die wird groß, aber schön. Aber ich habe ja gesehen, man konnte ja ein bisschen von der Anleitung sehen bei Crea Deluxe. Ich pack den Link rein, weil man kann eine Anleitung für 45 Kronen kaufen. Einen kleinen und ein bisschen größer, jetzt mache ich so, ne? Also, okay. Ist ja kein Sack, ne? Und für 45 Kronen und da konnte man auch da hatten sie auch eine Anleitung für Häkeln. Aber ich stricke jetzt, ne? Und da habe ich gesehen, da ist der Diameter, haben sie geschrieben, 24 cm. Und ich meine, mein ist
22, glaube ich. Ja, weil Emily's French Market Bag war 19 und dies ist bisschen größer. Ja, wie gesagt, das ist immer noch der erste Knoll. Ich meine, ich habe vier davon und dann habe ich diese Mohair. Das könnt ihr alles auf Ravelry sehen. Ich habe das ja, guck mal, einen kleinen Sack, ne? Ja, Mädels. Ja, ich weiß nicht, vielleicht langweilt ihr. Das nur so, vielleicht kommen ja auch neue hier rein heute oder so, ne? Denn das, die habe ich gestrickt. Und ich habe noch, ja, schnell, Mädels. Emily möchte ja gerne so eine kleine, ich weiß nicht, habe ich erzählt, ist auch egal. Letztes Mal sagte sie zu mir, Mama, ich brauche so eine kleine Tasche für eine Schere, weil letztes Mal war sie mit ihrer Freundin los und er flog alles in der French Market Bag rund. Aber Mädels, schnell, ich bin ja nicht schnell, ist auch egal, wer schnell ist und nicht, ne? Ich habe ja nur 24 Stunden am Tag, habt ihr ja auch, ne? Und wenn ihr mehr habt, hier abliefern, ne? Da habe ich die Anleitung gekauft, weil sie hatte sie auch auf iUnskeskühn. Ihr wisst, du weißt, mit dem App, ne? Und da dachte ich, ja, da fange ich mal an. Ich verstehe nicht, warum sie immer auf der Hinterseite stricken möchte. Ich kapiere das nicht. Das ist ja gestrickt mit der. Ich blätter mal. Das ist ja auch kein Geheimnis, ne? Das ist mit Garter Slip Stitch gestrickt. Und da dachte ich, Herr Jemine, Mädels, das konnte ich nicht. Aber die Wolle dafür habe ich gekauft. Und da dachte ich, na, okay. Jetzt sagte ich, ah, ja, ich kann nicht so selber denken, so. Also denken kann ich ja. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen sind ja welche einige Designer, weil die sowas können. Da kann ich mich davon, da kann ich ja bezahlen, ne, um die Einleitung. Aber dachte ich ja jetzt, okay, Britta, jetzt reiß dich mal zusammen. Und jetzt hast du ja schon einige Klotsch gestrickt, vielleicht auch ein paar Pearls, ne? Und das kriegst du hin, weißt du was? Das kriegst du hin, Britta. Mädels, da habe ich die Anzahl ja hiervon genommen. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Nee, wir spulen nochmal zurück. Ich habe die Anzahl hiervon genommen. Und da habe ich gestrickt und habe ich gar nicht so richtig realisiert, dass das so klein war. Mädels, da kann Bonbon rein, glaube ich. Abgekettet. Und da habe ich ein bisschen. Und das ist ja natürlich, weil ich das mit dem Lesen, ne? Mit der Anzahl, Mädels, das dürfen wir nicht vergessen. Da habe ich ja nochmal gelesen. Denn da stand da irgendwie was anderes als das erste Mal. So kann das ja mal passieren. Und da dachte ich, ja, dann stricke ich einfach mal nur so. Dies Blau, das sieht man richtig schlecht, ne? Das ist die Peer Gynt. Das, ja, Marineblau, ne? Ja. Und da kam irgendwas dazwischen. Vielleicht dachte ich, oh, nicht so schön. Doch, ich weiß das jetzt. Ich habe den ersten Snipper gestrickt und da dachte ich, nee, das sieht so blöd aus. Wie mache ich das denn? Auch so mit die Kante und mit dem Reißverschluss, ne? Seht ihr das? Ach, man sieht ja gar nichts, ne, mit dem Lau. Ja. Und da dachte ich, nee, dann habe ich das weggelegt und dann habe ich auf Petite Knit auf ihre Seite gesehen und dann habe ich diese ge gesehen. Und da dachte ich, oh ja, dann machen wir die. Mädels, einen Tag, Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, dann ist dann fertig. Ohne Fehler. Kommt später, ne? Geheimnis, ne? Aber dann habe ich hier, war das vorgestern, da habe ich wie heißt das, die Maschen aufgenommen und da habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Aber ich habe ja dann gedacht, oh, dann kann ich so, ihr wisst, ich habe ja mit das Probieren, das Brodieren, das mit dem Nähen, da wollte ich so ein Soulsicke, eine Blume oder so drauf nähen, ne? Und dann, ich habe ja auch hier Reißverschluss von Petit genäht, nicht genäht, gekauft. Aber ich wollte, das ist, weil ich, dies habe ich gekauft, jetzt raschelt das Mädels, Entschuldigung, weil ich mir selber auch noch so ein stricken möchte. Und ein kleiner Zwilling, ne?
kleiner als der hier. Und das möchte ich gerne in Blau. Und da dachte ich, okay, Porto und so, ne? Und dann wollte ich auch noch einen für Emma stricken. Ich weiß nicht, zum Geburtstag oder vielleicht zu Weihnachten. Und da dachte ich, ja, sie möchte gerne braun und das ist so, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Farbe heißt, steht auch nicht drauf. Auf jeden Fall 14 cm und 17 cm. Und wie ich letztes Mal sagte, Mädels, die 17 cm, die kriegst du nicht hier im Geschäft. 14 ja, aber dann passt das ja nicht mit der Farbe. Ergo musste ich kaufen, ne? Ja, Mädels. Also Lust dazu habe ich nicht, aber das muss auch fertig werden. Wisst ihr, Mädels, das geht nicht. Das immer neu anfangen. Und dann, mir schrieb auch letztens eine von euch, ja, das kennt sie, dass da mit dem, okay, da kommt das irgendwas was anderes reingeflogen. Mädels, für kleine Projekte. Ja, und weil ich so traurig war wegen meine Sträflingssocken, da habe ich neue Socken angefangen. Das habe ich bei einer Zuschauerin gesehen. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, dass ich den ganzen Namen sagen darf, aber sie heißt Susanne. Die ist auf Instagram da. Ihr seid ja so viele Mädels, die haben stricken so schöne Socken. Und Mädels, das ist so ein schönes Muster. Das ist gar nicht schwer. Also wenn ich sage, das ist nicht schwer, dann ist das nicht schwer. Glaub mir. Also ich habe das aufgeschrieben, deswegen gucke ich mal hier auch unten. Die erste Reihe, alle Maschen rechts und die zweite Reihe, sechs Maschen links. Stimmt nicht, sechs. Also die erste Reihe, alle Maschen rechts. Zweite Reihe, sechs Maschen rechts und zwei links. Und dann wieder von vorne. Und das ist ein Bündchen. 15 Runden, 64 Maschen und auch 64 Maschen hier. Könnt ihr das sehen, das ist rechts verschränkt. Und 60 Runden hier am Schaft. Und hier, Mädels, da habe ich die Herzchenverse gemacht, weil ich dachte, nee, 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 nicht, noch nicht wieder. Ich muss mal wieder Mut sammeln. Das muss besser werden, ne? Aber ich gebe nicht auf. Nee, das bedeutet mir nicht viel, das ist blöd, das hört sich blöd an, aber das ist ja auch irgendwie, ich gucke immer, da ist gar nichts, Mädels, das. Ja. Ja, also das bedeutet mir auch was, dass ich das fertig mache oder dass ich das besser mache, also dass ich von was Gescheitertem auch lerne, ne? Aber das war so ein bisschen Trost. Ja, die Ferse. Jetzt ist nur immer geradeaus, gerade hoch, geradeaus, rechts, links. Die Wolle habe ich irgendwo mal gekauft. Das war auf Instagram. Da hat eine Dame ja was privat verkauft. Da habe ich die gekauft und noch eine andere. Also auch so, das ist ja so ein bisschen verzwirnt. Also unsichtig bin ich nicht. Aber ihr kennt die wahrscheinlich. Ihr seht das besser so, ne? Ich bin ja auch überall Mädels, ne? Ja. Die wird fertig. Das ist die erste. Und ja, aber die Mädels, ich bin, also da, so ist das ja mit mir. Wenn ich irgendwas richtig kriege, dann mache ich davon viel. Das habt ihr ja mit den Nadeltaschen gesehen, ne? Mit dem Nadeletui. Da bin ich ja auch wieder in Gang mit einem Geheimnis, ne? Und die ist ja ausgebaut, aber jetzt fehlt mir die Flisseline. Also Stoffe habe ich gekauft, ne? Andere Stoffe, die ich jetzt noch nicht gebrauchen kann, ne? Aber ist ja auch egal, man weiß ja nie mehr. Okay, Mädels, ich bin total wild mit die hier. Die finde ich richtig schön. Und die kleine, ja, die ist ja. Und denn die habe ich noch nicht gemacht, aber kommt noch, ne? Aber wie viele Taschen muss man auch haben? Ich kann ja Emily fragen. Emily, wie viele Taschen kannst du brauchen? Außer als eine für ihre kleine Schere, sodass da nicht alles umfliegt. Aber ich denke mal, ist doch schön. Also ich finde die richtig schön. Die ist auch Wamsit. Wamsit, das ist Squishy, kann man so sagen. Deutsche Wort muss ich suchen, ne? Ja. Ich freue mich, wenn ich also das Geheimnis euch zeigen kann. Ne? Ja, Mädels, ich guck mal.
Ja, die Sträflingssocken habe ich erzählt. Und da, dass ich bei Susanne, die auf Instagram, vielleicht könnt ihr sie ja, also auf Instagram bei mir gucken. Die sind blau. Blau mit bisschen lila. So auch richtige schöne Socken. Also richtige Färbung. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht Opal oder so, ne? Habe ich, Susanne, ich weiß nicht. Erzähl mal, ne? Wenn du schreiben möchtest. Ja. Ja, ich habe Anleitung gekauft. Das war ja die eine Anleitung, ne? Die habe ich ja gekauft. Und das war die andere Anleitung. Und Mädels, wenn ich manchmal denke, ich habe nicht genug Zeit, ich habe ja Zeit, weil sonst würde ich ja nicht auf Instagram rumstöbern, ne? Und irgendwo Anleitung und schöne Socken und so sehen, ne? Also Mädels, deswegen, das sind die Film Real Socks. Die habe ich auch. Jetzt, die weiß ich nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe Susanne geschrieben. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie ihren Namen hier. Ich habe einige, die Susanne heißen. Ne? Ja, die finde ich schön. Und da habe ich Emily gefragt, weil unser Mass, er hat ja im August Geburtstag, meine ich. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, er hat Geburtstag und da dachte ich, oh, die sind ja auch immer im Biograf, im Cinema, ne? Und gucken Filme. Und da dachte ich, also, vielleicht findet er das witzig. Also, ich glaube nicht Emily. Sie findet das nicht witzig, weil sie hat nicht geschrieben, zurückgeschrieben, Mama, ja, mach mal. Weil ihr gefällt, ist ja keine Kritik, ne? Aber so ist das ja mit Wolle. Emily gefällt nicht die Wolle, so eine Wolle, so. Das muss so, also ganz färbig oder so wie Mohair, wo so ein bisschen Speckles und so sind, sodass das ein bisschen kaschiert wird, ne? Aber sowas, wenn sie so eine bekommt, dann kriegt sie im Nacken geschmissen wieder. Und das möchte ich ja auch nicht, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher, dass er sie haben möchte. Er weiß das ja nicht, ne? Aber Emily weiß das ja am besten, ne? Aber dann dachte ich mir, dann könnte ich sie mir ja irgendwann mal stricken, ne? Aber ich möchte sie gerne in Blau. Und Mädels, ich habe keine opalblaue Sockenwolle. Deswegen, am Samstag, da waren meine Schwester und Schwager, die waren ja in Flensburg, ne? Und da haben sie gefragt, wollt ihr mit? Oh, Paul, er hat den Cyclet-Führern-Rund, das war Ringköbing-Borghaun. Mädels, ich weiß, einige von euch kennen also die Gegend Borghaun, Ringköbing, Sönnerwy, Führern-Rund, ne? Und da sollte er kann ja nicht dahin fliegen. Ja, vielleicht könnte er ja mit dem Fahrrad fahren, ne? Aber das wäre ja auch eine Strecke, ich weiß nicht, 60 Kilometer oder so? Na, ist ja auch egal, extra, ne? Aber die haben denn, ich weiß nicht, war das 150 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Na. Ja, dann konnte ich ja nicht mit nach Flensburg oder wir, ne? Weil dann wollte ich ja im Wollsucht, heißt das Wollsucht? Ja, in der Rote Straße. Das Geschäft mache ich richtig gerne. Dann, da habe ich ja im Internet gesehen, die hatten sie. Aber irgendwann hier, dann wollen Paul und ich ja wieder nach Tönning, weil wir seine Töpfersachen holen möchten. Und ich sagte zu ihm, ich finde, dass er auch wieder einen Kurs machen soll. Apropos Kurs, da habe ich ja gesagt in irgendeiner Folge, dass das 98 Kronen kostet für 2 Stunden oder so. Schwachsinn ist ja natürlich 98 Euro, ne? Aber ich habe das im Text unten geschrieben, aber ist ja nicht sicher, dass das jemand sieht. Aber das könntet ihr wa euch wahrscheinlich denken, ne? Prost, Mädels. Mit Schnurrbart. Frau Marten mit Schnurrbart. Entschuldigung, das sah blöd aus, ne? Ja, wie gesagt. Ich habe die Anleitung gekauft und die möchte ich auch gerne stricken. Und, oh, meine Uhr. Bin ja mit dem Fahrrad heute zurück, ne? Oh, Mensch, was ist denn hier wieder, ne? Ja, Mädels,
Doch, ich habe Wolle gekauft auch noch. Wir waren ja war das am Samstag, da waren wir in der Gehstraße hier in Ikast, ne? Und ganz, ganz hinten, die wird ja renoviert, die wird richtig schön. Die ist ja übergedeckt, da ist ein Dach drüber, ne? Da kann das ja regnen, stürmen und wie weiß was, ne? Keiner wird nass. Da stand eine Dame und ich habe die auch, sie kam mir bekannt vor. Sie kam mir bekannt vor. Erst dachte ich sie, dass ich dass ich sie in Heuhuse gesehen habe. Und ich habe geplappert und gesagt, nee, 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 sagte sie. Und ich dachte, okay, dann ja. Nee, ich habe sie da nicht gesehen. Das war beim unser Strickcafé vorletztes Mal in Herning bei Atelier 2. Da saßen Ricke ja und ich, da hat Ricke ein Sweater gestrickt, da wo Lommer. Wie heißen die nochmal? Lommer. Ich stehe mal auf, Mädels. Hier, wie eine Hose. Also rein. Ich weiß nicht, wie die nochmal. Also da sollte sie so eine Lommer stricken. Und die Anleitung, die war, ja, die haben wir nicht verstanden. Da haben wir ein Video gesehen, aber da hat die Dame mit einer anderen Dame auch, man redet ja und so, ne? Und zeigt was und so, ne? Und da habe ich sie gesehen. Und sie hat, also Wolle in der Gehstraße, da hatte sie einen kleinen Stand und hat sie verkauft. Da hatte sie einen Strang für 150 Kronen, 100% Merino oder drei für 300, ne? Und da dachte ich, ja, dann kaufe ich mal, da werde ich ja auch, oh nein, oh, ich muss was haben, ne? Eigentlich, ich weiß nicht, ich muss ehrlich, ganz, ganz ehrlich zugeben, ab und zu kaufe ich mal auch nur zum Unterstützen. Das mache ich auch bei Handfärbern hier in Dänemark und in Deutschland. Ich mache das gerne, aber natürlich auch stricke ich was davon oder liegt das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da wollte ich ja einen Honeyclutch in Pink für mich stricken. Die stricke ich hiervon, weil ich habe auch noch Tilia Pinkes Mohair und vielleicht kriege ich ja auch noch eine kleine Klotsch vom Garn, weil hier sind 400 Meter, vielleicht 420. Bin mir nicht sicher. Aber die Dame, ich weiß, ist ja blöd für euch hier zu kaufen, aber ich möchte sie gerne zeigen, ne? Kann man da. Oh. Oh. Paul ist in der Dusche, wenn ihr das hören kann. Ja. Und dann kam ich ja nach Hause und da dachte ich, oh, jetzt, das war echt blöd, ne? Okay, 300 Kronen, ne? Das war blöd. Und da dachte ich, oh, ich könnte ja mal fragen, ob sie Sockenwolle färbt, ne? Und da hat sie geschrieben, ja, sie hat auch ein bisschen Sockenwolle. Sie hatte vier Stränge, zwei gleich, also zwei, zwei, die waren gleich. Und da habe ich sie angeschrieben, wie gesagt. Und da habe ich gefragt, oh, könnte ich vielleicht zwei von denen tauschen für Sockenwolle? Ja, machen wir. Da habe ich 30 Kronen extra gekauft, weil da hatten sie ja nicht drei für 300. Da kosten sie ja 150 pro Strang, ne? Aber ich dachte, dann gebe ich, da tausche ich die beiden. Oh, die passen doch gut zusammen. Na, ist auch egal. Da tausche ich die beiden wieder für Sockenwolle, ne? Und den einen Strang bekomme ich morgen und den anderen Strang, das dauert 14 Tage, weil der ist in Ranners, ne? Ja, irgendwann mal, ne? Und dann die blaue auch, ne? Ja, warte, oh, ich will nicht springen. Ja, doch. Letztes Wochenende, da war ich ja unterwegs mit Paul und meine Schwester. Nee, vorletztes Wochenende, da war ich unterwegs mit meiner Schwester und Schwager. Da waren wir in Roskilde. Da waren wir in Roskilde Domkirche. Mädels, das war richtig interessant. So viele Kisten oben auf dem, also frei, nicht unter die Erde, aber oben. Das war richtig interessant. Da sind so viele Könige und ja. Und da haben sie auch, ihr wisst, unsere Königin, Dronning Margrethe, da ist auch schon ihr Sarg, also fertig, ne? Ist fertig gemacht. Das war Björn Nørgaard hat den gemacht. Ist ja auch schon einige Jahre her, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr nach Dänemark kommt, ne? Und denkt, oh, Dänemark und so, Anne, Strick mit Kick, wenn ihr die sagt zu ihr, das ist richtig interessant. Und da haben wir die ja gesehen. Das war Samstag von, ja, Samstag. Von 3 bis 5 haben die auf. 70 Kronen, ganz viele Könige und Königen.
Und was wollte ich noch zeigen? Oh ja, und dann waren wir ja beim, ich weiß nicht, die mir auf Instagram folgen, die haben das bestimmt gesehen. Wir waren im Wikingermuseum auch, ne? Und da konnte man ja, ich glaube, ich habe das nicht, ich weiß das nicht so richtig, aber ich denke mir, man muss bezahlen, weil man dann so in so ein altes Wikingerschiff Boot kommen kann und dann rudern, so richtig. Da muss man richtig Gas geben, ne? Das fand ich richtig interessant. Das war auf meine Story. Das fand ich gut. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, ich wollte auch noch hier Bananensocken stricken. Das ist eine kostenlose Anleitung, ne? Dudut. Auf Revelry. Und die habe ich natürlich auch bezahlt, ne? Das wisst ihr, Mädels. Und da im Wikingermuseum, da habe ich die gekauft. Eine kleine Tasche. Also, da war auch eine andere Tasche. Die war genauso groß. Da war mit Vögel drauf und so ein bisschen grün, Babygrün, kann ich mal sagen, ne? Aber 118,50 Kronen, da bin ich. Ja, also die habe ich 89 Kronen. Kein Schnickschnack, da ist nur Futter, ja, schwarzes Futter. Und da kann eine kleine. Oh, au. Eine kleine Schere. Ja. Okay, die mache ich gleich kaputt hier. Oh Gott, Mensch. Die fände ich sie. Die Frau Appelbanne, die hat ja einen Sohn. Sie nennt ihn den Wikinger. Das wäre vielleicht für eine Schnuller rein. Na, war nur Spaß. Ja, Mädels. Ich sammle ja. Das ist auch was Geheimnis. Irgendwann mal seht ihr das, ne? Die habe ich für 200 Kronen gekauft in Aarhus. Mädels, die wohnte gar nicht weit von Emily. War das um 8 Uhr abends mit ihr geschrieben. Die habe ich gesehen. Und da habe ich gefragt, ja, wo wohnst du da? Ja, in Aarhus. Und ja, ein bisschen Framatebell geschrieben. Und da sagte sie, weil ich konnte sie ja nicht holen. Ich habe Emma und Emily gefragt, ob sie einen von denen die holen konnte. Und das wollte Emily gerne. Und ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ich kann ja mal fragen, ob sie die jetzt holen kann. Ich habe Emily gefragt, Emily, bist du beim Trainieren, beim Sport machen? Nee, sie ist zu Hause. Emily. Und da sagte sie, schrieb sie schon, ja, wenn das ist, kann ich sie holen gleich, ne? Oh ja, gerne. Habe ich sie angeschrieben, die sie verkauft hat. Ja, ich bin zu Hause. Komm einfach vorbei. Und kam Emily und 10 Minuten später, ja, war ich ein bisschen reicher mit Wolle, ne? Aber das ist auch was für, das kommt irgendwann mal, ne? Ich guck mal ein bisschen rum, ne? Oh. Ja, jetzt kommt was Privates. Vielleicht war das auch anders privat. Samstag fahren wir nach Jur-Sommerlen. Deswegen haben wir ja Emilys Geburtstag verschoben vom 10. bis zum 17., ne? Guck mal. Den habe ich hier, wo habe ich den geschnuppt? Das war heute. Wo war ich heute? Beim Einkaufen bei Rema. Ja. Also, ihr wisst ja, beide Mädels sind ja erwachsen und Schwiegersohn und Paul und ne. Aber die mögen das gerne. Das ist auch was für Erwachsene. Mir wird immer schlecht und weil da nichts nach hinten fliegen soll und ich muss mich erbrechen und so, ne. Dann bleibe ich auf dem Boden. Ich nehme meine Stricksacken mit und wir nennen mich immer der Packesel, weil ich schlepp immer einen Wagen mit mir rum und Kaffee und Strickzeug und finde ich ein Plätzchen, wo ich sitzen kann, entweder auf eine Bank oder ja, auf dem Rasen mit einer Decke oder so. Also ja, ist auch in Ordnung. Mir macht das nichts. Also mir wird echt schlecht. Auch so, wenn man so stark bremsen muss. Oh Gott. Pia Skoll. Mir schrieb auch, ich muss eine kleinere Tasse haben, das ist auch irgendwie blöd. Man hat die ganze Nase drin, ne? Und den Mund, ne? Auch geschrieben, letztes Mal hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass wenn ich jedes Mal so mit Kaffee pro Skoll, machte sie auch, ne? Ja. Oh, Mädels, ich habe das ganz vergessen. Ich bin ja mit dem Sweater für Emma angefangen. Wednesday Sweater. Von Petite Knit. Ja, also der, wie war das nochmal? Vorne war länger
Oder wie war das nochmal? Na, ist auch egal. Jetzt habe ich hier zur Runde geschlossen, hier unter den Ärmeln. Man sieht ja gar nichts mit dem Blau und mit dem Braun, ne? Aber die wird auch fertig. Also Nadelstärke 5,5, das geht, ne? Was meint ihr? Oh. Ich habe, das ist der zweite Knäuel vom, das war ja Alpaka-Ull. Das habe ich auch in Ravelry eingepflegt. Und Mohair. Alles steht, Nadelstärke, Größe, ja, alles. Ja, Mädels, ich wollte nur eine halbe Stunde aufnehmen, aber jetzt sind es 50 Minuten, deswegen gebe ich ein bisschen Gas. Nächstes Mal bin ich wieder am 24. Juni da. Und wenn das am 24. Juni, dann wissen wir alle, dass da noch 6 Monate bis Weihnachten ist. Deswegen seid gespannt, was ich da mache am 24. Juni. Aber ich kann euch mal erzählen, ganz, ganz kurz. Vor einigen Jahren, jetzt raschel ich, da habe ich mit diese angefangen. Die habe ich bei Crea Geluck. Oh, die Anleitung habe ich bei Crea Deluxe gekauft. Die sind richtig süß. Und damals, da war, arbeitete Emily bei Stoff und Stil, also Selfmade, ne? Und da habe ich ihre Wolle gekauft. Aber Mädels, deswegen Originalwolle, ne? Jetzt habe ich die Originalwolle gekauft. Die ist natürlich teurer, aber mal sehen. Ich will irgendwann die mal wieder stricken. Aber Mädels, seid gespannt. Am 24. Juni bin ich wieder da mit Neuigkeiten. Und das hat was zu tun mit Jul i Juli. Bei uns in Dänemark heißt das Jul i Juli. Jul, Weihnachten, Juli, also der Monat Juli. Da stricken wir alle oder die das möchten oder häkeln und ja, stricken, nähen. Ja, nähen weiß ich nicht, stricken, häkeln. Dann machen wir was im Juli, was weihnachtsrelatiert ist, also was mit Weihnachten zu tun hat. Seid gespannt. Mal sehen, was wir machen. Aber ich freue mich drauf und dann könnt ihr mal sehen, was ich da habe. Was ich mache? Ja. Ich habe nicht mehr. Ich guck mal noch ganz kurz, ne? Ja, Mädels, ich habe nicht mehr. Aber wie gesagt, ich bin wieder am 24. Juni da. Und da könnt ihr ja mal ein bisschen so dran denken, wenn ihr mitmachen möchtet, Juli, Juli, irgendwas für Weihnachten zu stricken. Also vom 1. Juli bis zum. Okay. Es sind da 30 oder 31? Nee, 31 Tage im Juli. Ist auch egal. Den ganzen Juli stricken wir was für Weihnachten. Das kann Weihnachtsdeko sein, Weihnachtssocken, irgendwas, wozu man Lust hat. Ne? Da könnt ihr ja mal dran denken und euch drauf freuen. Aber sonst, Mädels, ich hab nicht mehr. Ja, ich dachte, ich komme mit einer halben Stunde klar, aber ja, ist auch egal. Aber wie gesagt, ja, die Socken werden fertig. SOS-Hilfe. Ich brauche eure Hilfe, was man da macht oder so. Vielleicht schickt ein Video oder so, ne? Dann gucke ich mir das an oder. Ist auch geil, ich habe ja von da geredet, ne? Deswegen, Mädels, ich mache Schluss für dieses Mal. Ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Ja, morgen gehe ich zum Strickclub und da tausche ich ja die Wolle um. Und ich bin die einzige, Pernille und Ricky, die können nicht. Macht auch nichts. Da sind andere ganz liebe Mädels. Mädels, ich sag Schluss, Schluss, ich sag Schluss. Nee, ich sag nicht Schluss, ich sag Tschüss. Ja, sie ja, Pogensün, hätte Gott. Wie sehe ich denn 24. Juni gen? Oh, Pogensün, hätte Gott. Hi, hi, Pia.